Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Einfach mal wieder am Start und zwar in der nächsten Review, der nächsten Vorstellung und zwar mit You Runners. Und zwar ein Spiel, wo wir die YouTuber spielen können, sagen wir mal so. Ich bin natürlich nicht dabei, das wäre ja auch zu schön, aber wir können uns das Ganze hier nochmal anschauen und mal sehen, welche YouTuber man denn hier so erkennt. Im ersten Moment ist es eigentlich nur ein Jump-and-Run-Spiel, wie man so gesehen hat, denn wir müssen hier mit den verschiedenen Figuren einfach nur sliden oder springen und das wollen wir jetzt mal sehen. Oben links ist also der Gronkh, ja, und der hat uns jetzt gerade abgelenkt, anscheinend sind wir dann jetzt schon wieder totgestorben. Mal sehen, ob wir das denn heute nochmal auf die Reihe bekommen. Müssen wir da springen, springen, na gut, da war der Dollarschein, ah, das ist YouTube Money anscheinend hier von der Sache her. Aber schon wieder einmal abgestürzt. Das ist eigentlich auch nur so ein passendes Gelegenheitsspiel. Oh, ist das schlecht. Gerade war eine Kamera und schon wieder verloren. Ja, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was wir hier so mit bewirken wollen. Das hat jetzt auch im Play Store noch nicht die maximalen Downloads erreicht. Also gerade mal, ja, hier können wir drüber hüpfen. Gerade mal so die 5000 Download-Marke erreicht. Und ich dachte einfach mal, das musst du dir mal anschauen. Aber ich verstehe den Schwachsinn hier nicht, dass man die Kameras auch gleich wieder verliert. Und hier oben sind anscheinend die Klickzahlen dann drin, je weiter wir laufen. Ja, genau. So, jetzt sind wir hier im Moment wieder bei, naja, 30 Klicks. Das sind die Statistiken, so wie es aussieht. Na nun, rutsch mal durch. Jetzt gib mal Gas hier. Ich hab's doch, nein, jetzt springt er hier wieder. Ich krieg eine Meise. Jetzt bleibt er mit der Locke da oben hängen. Oh, alter Schwede, warum ist das so schwierig? So, da war der View Boost. Den haben wir natürlich nicht. Ja, klar. Warum auch nicht länger sliden, ne? Den haben wir natürlich nicht erwischt. Also, das Spiel sollte mal einen Bug drin gehabt haben. Das ist hier die GEMA anscheinend gewesen. Hier, die tricksen wir gleich mal aus. Zack. Den GEMA-Leuten springen wir mal auf den Kopf. Naja, bitte. Jetzt funktioniert es doch so langsam. Oh, oder auch mal wieder nicht. Ich weiß gar nicht, wann man denn hier mal ins Ziel reinkommt. Das ist jetzt das nächste Übel. Zusätzlich noch, dass man hier erstmal, oh, ja, spring ruhig zweimal hintereinander. Das funktioniert doch gar nicht. Könnte ich mich schon mal aufregen. Wie willst du denn auf so einer kleinen Plattform so schnell zweimal machen? Jetzt kommt das erste Mal Werbung. Der Werbungsbug war wohl so schlimm, dass nur Werbung lief und ohne Ende eingeblendet wurde und man das Spiel eigentlich gar nicht spielen konnte. Jetzt hat man es mal live gesehen. Einmal Werbung bisher. Ist ja noch vertröstbar, solange es nicht andauernd kommt. So, ja, das ist wieder typisch sowas, ne? Ich renne und springe und stürze trotzdem runter. So, ich würde ja mal gerne hier die nächsten Level halbwegs vernünftig überleben. Es funktioniert einfach nicht. Kannst hier auf Slide drücken, kommst du nicht rechtzeitig runter. Ich weiß nicht, ob das hier auch wieder ein Bug ist, aber anscheinend. Okay. Egal wie, unter dem laufe ich durch und bei dem bleibe ich mit der tollen Locke wieder hängen. So, jetzt gehen wir erstmal ins Hauptmenü rein und gehen auf Infos. Grafikdesign und so wird alles angegeben, aber auch nichts weiter jetzt von irgendwelchen Spielemenüs. Statistiken, was haben wir denn da? Views haben wir hier 7537, das ist die maximale Punktzahl. Nee, die, ja doch, genau, die höchste war 7537. Die Statisten YouLook auswählen, das ist wahrscheinlich derjenige, den wir spielen. YouLook, YouGirl. Ach, gucke hier. YouChris. Ich dachte, das soll der Gronkh hier sein oder so. Nee, Chris ist wahrscheinlich hier. YouBibi. Ach, Bibi hier. YouBladi. Der ey, Bladi ist dabei. Revi, YouTC. Ach, gucke hier von TC. Das ist der TC, YouBoy. Und dann war es das schon wieder dabei. Können wir denn hier nicht irgendwas anderes noch machen? Können hier verschiedene Zimmer noch auswählen und kaufen, wahrscheinlich für teures Geld. Hm. Aber YouChris, wer soll das jetzt sein? Achso, halt, Moment, wir müssen erstmal zurück. Highscores, Freestuff, was haben wir denn da? Nee, wir wollen lieber doch nicht. Tschüss. Wollen wir nicht. So, gehen wir nochmal einmal drauf und dann schauen wir mal, wer hier wer war. Ja, auf jeden Fall mal eine ganz lustige Angelegenheit. Man muss das erstmal ein bisschen üben, das Spiel, und nach einer Weile funktioniert es dann doch recht gut, wenn man dann raus hat ungefähr, wie die Hüpfer funktionieren. Ah, jetzt hier mehr als 301 View, das ist ja die berühmte Höchstzahl immer gewesen, danach ging es aufwärts, jetzt 18.000 wieder tot.
Ja, so geht das also immer so weiter. Und wer Bock drauf hat, die YouTube-Action-Helden hier mal in Aktion zu sehen, sollte sich die App einfach mal kostenlos im Play Store herunterladen. Vieles von dem Spiel nicht zu erwarten, aber trotz alledem ein netter Zeitvertreib. Und wir sehen uns wie immer, wenn ihr mögt, bei der nächsten App-Review oder Review. Bis dahin, viel Spaß und ja, 15% und auf Wiederschauen.